Are you listening? Damn. Hallo, heute wird es ein Video über meine Haare geben und zwar nehme ich euch mit zum Friseur. Mich haben nämlich tatsächlich ganz viele E-Mails erreicht, ob ich nicht mal zeigen könnte, was denn so beim Friseur gemacht wird. Ich habe die Videosequenzen allerdings recht kurz gehalten, weil ich euch dann im Anschluss noch meine Produkte zeigen möchte. Ich denke, das ist auch nochmal ganz interessant, was denn so an meine Haare darf sozusagen. Ich habe euch schon vor etwas längerer Zeit ein Haarroutine-Video abgedreht. Das kann ich euch auch nochmal unten in die Infobox verlinken. Da habe ich euch 9 Tipps gezeigt, die ich auch immer so anwende. Tatsächlich sehr, sehr oft gefragt, wie ich das denn gemacht habe, dass sie eben bis in die Spitzen gesund sind. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, es interessiert euch. Falls ihr noch andere Wünsche habt zu meinen Haaren, also Videos zu meinen Haaren, dann lasst es mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Ich habe euch ja schon angekündigt, dass es jetzt mehrere Videos zu meinen Haaren auf meinem Kanal geben wird, aber auch nur, weil ihr es euch gewünscht habt. So, jetzt wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß erstmal beim Friseur. Wie gesagt, bleibt dann noch dran, damit ich euch meine Produkte zeigen kann. Aber jetzt erstmal ab zum Friseur. So, da bin ich also beim Friseur. Mir wird zunächst eine Intensivtönung nur auf den Ansatz gemacht. Diese hier ist ammoniakfrei und ich beschäftige mich in der Zwischenzeit mit dem iPad meiner Friseurin, damit die Zeit etwas schneller vorbeigeht. Und danach geht es für mich für 20 bis 25 Minuten unter die Wärme. Und zwar nennt sich dieses Teilchen hier Klimazone. Dann kommt die Tönung noch in meine Längen und Spitzen. Ich komme dann für 15 Minuten nochmal an die Wärme und im Anschluss daran wird das Ganze mit lauwarmem Wasser schön ausgespült. Meine Haare werden gewaschen mit dem SP Color Safe Shampoo und danach kommt eine Emulsion eben auch von SP Color Safe drauf und zwar wirkt die 5 Minuten ein, um die Haarfarbe einzuschließen und die chemischen Rückstände zu neutralisieren. Das habe ich jetzt nicht mitgefilmt, nur damit ihr Bescheid wisst. Meine Haare werden jetzt gestylt, davor habe ich eine Glättungscreme von GHD drauf bekommen und zwar nennt sie sich Straight and Tame Cream. Und hier könnt ihr jetzt sehen, wie mir meine Friseurin die Haare stylt mit dem Glätteisen. Sie ist meist über eine Stunde beschäftigt, meine Haare überhaupt erstmal trocken zu bekommen und dann zu stylen. Aber hier seht ihr das Ergebnis. Ich bin jedes Mal, wirklich jedes Mal hin und weg von ihrer Leistung, von ihrer Arbeit und bin eben sehr, sehr zufrieden. Mein Friseurbesuch und ich kann euch wirklich sagen, dass immer dasselbe gemacht wird. Also es ist tatsächlich eine Routine. Allerdings habe ich mir für demnächst was vorgenommen und zwar wird es eine Veränderung geben. Ich möchte nicht zu viel versprechen, weil ihr wisst ja, wie sehr ich an meinen Haaren hänge. Aber es muss jetzt wirklich mal eine kleine Veränderung her oder große, mal schauen. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie versprochen, die Produkte, die ich eben für meine Haare verwende. Und da legen wir natürlich mit einem Shampoo los. Und zwar verwende ich wirklich immer dieses hier von Wella. Es tut meinen Haaren unglaublich gut. Also es pflegt meine Haare, es duftet sehr, sehr gut. Und jetzt wundert ihr euch bestimmt, warum ich so eine riesen Flasche in der Hand halte. Ja, ich vergleiche eben Preise und meistens ist es ja dann doch so, dass eben mehr Produkt weniger kostet. Ich habe sehr viel verglichen, dieses hier bei Amazon bestellt, genauso wie diesen Pumpspender hier. Shampoo brauche ich eh und deswegen macht es mir nichts aus, dass ich eben so eine große Flasche im Bad stehen habe. Ja, so viel erstmal zu meinem Shampoo. Und dann verwende ich aus derselben Serie die Maske von Wella. Ja, diese Maske hier, diese feuchtigkeitsspendende Maske, die mache ich mir bei jeder Haarwäsche in die Haare, lasse eine Weile einwirken, einziehen und dann wasche ich sie wieder aus. Meine Haare wasche ich circa alle 3 bis 4 Tage, das kommt immer ganz drauf an. Ich habe sie sozusagen dazu erzogen, dass ich sie eben in diesem Abstand wasche, weil alles andere wird zu stressig und ich habe dann keine fettigen Haare, auch nicht am 4. Tag. Das ist einfach fürs Gefühl, dass ich sie dann wasche und ja, also so viel zu der Maske.
Alternativ dazu verwende ich diese hier. Und zwar ist die von Luxoil SP, nennt sie sich. Ich liebe diese Maske, die habe ich euch auch schon öfters gezeigt. Allerdings ist sie relativ teuer, wie ich finde. Also beim Friseur kostet sie ca. 30 Euro. Ich habe sie aus dem Hagelshop, da ist sie am günstigsten. Und den Hagelshop, den kann ich euch auch nur empfehlen. Also wie gesagt, ich habe viele Preise verglichen und ja, mag den Hagelshop total gerne. Kann ich euch auch nochmal unten in der Infobox verlinken. Die haben alles für unsere Haare, also von Tools bis zu Pflegeprodukte, bis zur Tönung, Farbe, alles. Also da könnt ihr euch mal umschauen. Und wie gesagt, alternativ zu diesem Produkt hier verwende ich eben dieses hier. Dann habe ich noch ein Produkt und ja, jetzt Achtung, es ist dieses hier von L'Oreal und zwar ist es auch eine Maske, allerdings verwende ich die so, dass ich sie ins trockene Haar mache. Und jetzt, wie gesagt, aufgepasst, es ist nämlich so, dass ich sonntags manchmal, wenn ich Zeit habe, nicht jeden Sonntag, aber ja, wie es halt die Zeit so erlaubt, mir diese Maske ins trockene Haar mache, sie eine ganze Weile einwirken lasse. Also das können auch mal 2 Stunden sein, je nachdem, ich putze dann das Haus oder ich koche. Ich mache halt irgendwas, ich trommel mir dann die Haare einfach hier hoch und dann lasse ich das einwirken. Und im Anschluss wasche ich dann eben meine Haare. Meine Haare sind eben sehr dick und manchmal auch ein bisschen strohig und da brauche ich eben nochmal zusätzliche Pflege. Und dafür verwende ich eben dieses Produkt hier, es ist aus der Drogerie. Es kostet nicht so viel wie dieses Produkt hier zum Beispiel oder schon gar nicht wie dieses. Und deshalb ja, bin ich damit sehr, sehr zufrieden. Wenn dann meine Haare gewaschen sind, verwende ich manchmal einen Leave-In Conditioner von Nuscha. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich ihn nicht jedes Mal verwende. Also das kommt ganz drauf an, wie meine Haare gerade so drauf sind. Das ist auch vom Wetter abhängig und genau, dann verwende ich aber auf jeden Fall diesen hier, den ich sehr, sehr mag. Der tut meinen Haaren auch wirklich gut. Also das ist so ein Sprühkopf hier oben. Sprühe ich mir einfach in die Haare. Sie duften unheimlich gut und das Produkt pflegt eben meine Haare. Ja, wenn dann meine Haare nass sind und ich den Conditioner nicht reingemacht habe, verwende ich dieses Produkt hier, aber auch nicht immer. Das kommt immer ganz drauf an, wie viel Zeit ich habe, ob ich einen Termin habe und so weiter, je nachdem, wie halt unser Tagesablauf so ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, manchmal verwende ich dieses Produkt hier, das habe ich euch auch schon in meiner Morgenroutine gezeigt. Und zwar ist es von Cloud9, ein Quick Dry Potion. Und zwar ist es ein 2-Phasen-Produkt, könnt ihr hier ja erkennen. Und wie gesagt, ich verwende es nicht immer, aber ich mag es sehr, sehr gerne. Dann habe ich verschiedene Haaröle, die ich auch in meine Haare mache. Dazu wird es ja auch ein Video geben, das habt ihr euch gewünscht. Das wird auch bald kommen. Ich zeige es euch trotzdem mal ganz kurz. Und zwar habe ich zum einen dieses hier von Jutina, dann habe ich dieses hier von Wella, auch Luxoil. Und dann habe ich eins von Nuscha. Und dann habe ich noch dieses hier. Und das habe ich auch aus dem Hagelshop, genau. Da bin ich auch sehr, sehr mit zufrieden. Aber wie gesagt, zu meinen Haarölen wird es ein separates Video geben, weil sonst wird dieses Video hier zu lange. So, dann habe ich ein Produkt, das wirklich super wichtig ist und ganz, ganz viele verkennen es. Und zwar geht es um die Sonne da draußen, die jetzt nicht scheint, es schneit sogar draußen. Aber egal, im Frühling und im Sommer bin ich da echt total pingelig und super hinten dran, dass ich das auch nie vergesse. Das Produkt ist auch recht abgekrabbelt, wie man sehen kann. Ich habe es nämlich sogar mit im Schwimmbad ja, dabei. Wenn die Sonne total runterhaut, dann mache ich mir das ganz schnell drauf, sprühe das quasi auf meine Haare und dann verstecke ich sie wieder unter meinem Sonnenhut. Also es ist wirklich ein Top-Produkt, das ist von Wella, es nennt sich Sun und das habe ich auch aus dem Hagelshop. Und ja, bitte vergesst es nicht, es ist wie eine Sonnencreme für eure Haut, ja, einfach ein Spray für die Haare, das uns gegen die Sonne schützt. So, und jetzt kommen wir noch ganz kurz zu 2 Styling-Produkten. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich so gut wie nie Hitze an meine Haare lasse. Das ist einfach ultra wichtig. Das wissen wir alle, dass Hitze schädlich ist für die Haare. Aber ab und zu wollen wir sie halt dann doch irgendwie schön föhnen oder glätten oder lockig machen. Und deshalb habe ich diese 2 Produkte hier von L'Oreal. Die habe ich euch auch schon öfters gezeigt. Und zwar ist es einmal für Volumen und einmal für die glatten Haare ein Hitzeschutz. Das mache ich mir immer rein, bevor ich eben mit Hitze an meine Haare gehe. So, und dann habe ich noch ein Produkt aus dem Hagelshop, das wollte ich euch auch noch zeigen. Und zwar ist es von GHD.
ein Protect Spray. Ich bin mal gespannt, ich werde euch darüber noch berichten. Ich wollte es euch jetzt aber vorab schon mal zeigen, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Ja, und das waren eigentlich soweit meine Produkte, die ich verwende und sehr, sehr glücklich damit bin. Also es hat eine Weile gedauert, bis ich alles so zusammen hatte, wie ich es mir vorgestellt habe, dass dann eben meine Haare sind. Ich kann euch sagen, also ein ganz, ganz großer Tipp, den ich euch wirklich ans Herz legen möchte, umso mehr ihr natürlich mit euren Haaren macht, also sprich Farbe, Tönung, Blondieren, Hitze und irgendwelche Styling-Produkte, also die Haare müssen das auch erstmal aushalten und verkraften und umso mehr ihr macht, umso schädlicher ist es meiner Meinung nach. Ne? Also ständig das Shampoo zu wechseln, ständig irgendwie Haarspray reinzumachen und so weiter. Also es ist aber allerdings nur meine Erfahrung. Und auch die ganzen Produkte sind natürlich abgestimmt auf meine Haare. Also das bedeutet noch lange nicht, dass das jetzt alles natürlich für eure Haare gut ist. Meine Struktur ist eine andere als eure. Also wenn ihr sehr, sehr feines Haar zum Beispiel habt, könnte ich euch dieses hier von Nuscha zum Beispiel gar nicht empfehlen. Da würde ich euch dieses hier empfehlen, also dieses Haaröl. Ne? Also man muss das immer so ein bisschen abhängig davon machen, wie eben die Haarstruktur ist. Ja, aber ihr habt euch dieses Video dazu gewünscht und deshalb habe ich es euch sehr, sehr gerne abgedreht. Vielleicht war es eine kleine Hilfe für euch. Und ansonsten, schaut euch doch sehr, sehr gerne nochmal mein letztes Video an. Da würde ich mich freuen. Und ich würde mich natürlich auch über ein Abo freuen, das kostenlos ist und ihr dann keine Videos mehr von mir verpasst. Und ja, das war's soweit. Besucht mich auch sehr, sehr gerne mal auf Snapchat, Instagram oder Facebook. Da freue ich mich auch. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!